Gesellschaftslehre, was ist die Hauptaufgabe von deutschen Bauern? Weiß ich, Alter, habe ich mal Dokumentage gesehen, so. Die arbeiten beim Fernsehen und suchen Frauen. Ja. Ich habe Schüler, die sind der Meinung, die Amazonen wären weibliche Paketboten von DHL. Und die Zauberflöte wäre nicht von Mozart, sondern von Beate Use. Also, ich bin nicht 100% sicher, ob wir nach wie vor das Volk der Dichter und Denker sind. Na, immerhin hat sich bei meinen Schülern so die Namensstruktur, das ist ja geil, ihr seid alle mit dem Handy beschäftigt. Ich setze euch gleich komplett auseinander. Da wenn ich noch einer am Handy sehe, das passiert einem, ohne Scheiß, dann komme ich runter. Ich würde es nicht machen, ich habe schon viele Handys zu Hause. Immerhin hat sich bei meinen Schülern die Namensstruktur so ein bisschen verändert. Wie heißt ihr? Alle Shania und eine Cheyenne. Wir haben jetzt... Cheyenne, gehst du? Sie versteckt ihr Handy vor mir, ist das nicht süß? Die Namensstruktur so ein bisschen verändert. Wir haben eine kölsche Mutter, die hat drei Kinder bei uns an der Schule. Die heißen Athene, Apollon und Aphrodite. Eurem Elternsprecher hat zu ihr gesagt, da haben sie den Kindern aber schon ambitionierte Namen gegeben. Ne? Sagt sie, Herr Schopz, ich weiß auch nicht mehr genau, was mich damals geritten hat. Ja, ich sag, den Namen nach zu Urteil war es vermutlich Zeus. Ne? Aber immerhin sind das ja Namen, so die man aussprechen kann. Es gibt ja auch wirklich Eltern, die geben ihren Kindern Namen, die können die Kinder selber nicht aussprechen. Ne? Eine Kollegin von mir, die arbeitet, was für eine Schule seid ihr? Die arbeitet auch an einer Grundschule, ja. Die arbeitet an einer Grundschule, die machen am Anfang jedes neuen Schuljahres, wenn so die neuen Erstklässler kommen, immer so eine Vorstellungsrunde. Und dann schaut original so ein Igel vor ihr und hat gesagt, hallo, ich bin der Butzeli. Ja, wie jetzt, die Bratwurst von Wiesenhof? Nein, nicht Brutzeler, Brutzeli, hat dir der Klassenliste nachgeholt, den gab es wirklich. Und der hieß nicht Brutzeli, der hieß Bruce Lee. Ich glaube, wir tun dir damit keinen Gefallen. Ne? Aber die Welt, die hat sich halt verändert. Ja? Die Welt, die hat sich im Namensgebung verändert, die hat sich an wirklich vielen Stellen verändert. Wir sind auch so sensibel geworden, auch was die Erziehung betrifft, da sind wir weicher geworden und politisch im Moment so wahnsinnig korrekt. Es gibt in Deutschland... Mittlerweile habe ich zuletzt gelesen, die erste komplett geschlechtsneutrale Kita. Wirklich wahr, da dürfen die Kinder jeden Tag aufs Neue, wenn die da hingehen, ihr Geschlecht selber bestimmen. Ich sage das jetzt mal völlig wertfrei, das war in meiner Kindheit anders. Ne? Da gab es auf der ganzen Welt genau zwei Arten von Lebewesen, die ihr Geschlecht selber bestimmen konnten. Das waren Korallenfische und russische Kugelstoßerinnen. Nicht, dass das einer falsch versteht, ja, 100% lebe, wie du bist. Mir ist nur aufgefallen, dass sich die Welt sehr verändert hat. Wir stellen im Moment halt alles Mögliche in Frage, auch Begrifflichkeiten stellen wir in Frage. In Köln, das habt ihr bestimmt auch hier mitbekommen, gibt es seit 2 Jahren eine Riesendiskussion um die Mohrenstraße. Darf es bei uns in Deutschland eine Straße mit einem solchen Namen geben? Das spaltet sofort die Gesellschaft. Die eine Hälfte der Kölner und Kölner sagt, auf gar keinen Fall, die muss sofort umbenannt werden. Die andere Hälfte der Kölner und Kölner sagt, lasst doch die Mohrenstraße heißen, kümmert euch bitte schön einfach mal um die Dinge, die die Kölner in ihrer Stadt wirklich stören. Ja? Die Düsseldorfer Straße. Die muss weg, ne? Aber wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ne? Genau, was ich total super finde, ist, ihr seid tatsächlich jetzt die ganze Zeit nicht mal am Handy gewesen. Das hat funktioniert. Ich bin total stolz auf euch. Das ist so anstrengend in dem Alter. Ich kann das so immer wieder zuckt die Hand, da denkt man, nee, scheiße, der meint das ernst, der nimmt das weg. Ne? Ich bin über die bekloppten Namen ja immer wieder drauf gekommen. Ich finde, die Amerikaner sind an der Stelle ja noch verrückter. Die nennen ihre Kinder teilweise nach dem Geburtsort des Kindes. Ne? So Zeugungsort des Vaters, Lieblingsfrucht der Mutter oder sonst irgendwie sowas. Und Ed Sheeran, habe ich gelesen, der hat das Ganze auf die Spitze getrieben. Er hat seine Tochter Lyra Antarctica Seaborn genannt.
Lyra, die Lyrische, weil ihr das Lyrische liebt. Antarktika, weil sie in der Antarktis gezeugt wurde. Und Seaborn, weil es eine Wassergeburt war. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ein Glück, dass mein Kumpel Mathis das nicht gemacht hat, sonst hieß der Kleine von dem heute Saufen, Schlebusch, Zangengeburt. Da fragt sich ja wirklich, was geht denn in den Köpfen der Menschen vor? Ne? Ich habe auch zwei Kinder, die haben jetzt nicht ganz so bescheuerte Namen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so die Anfangszeit der Pandemie mit denen, so dieses enge Zusammenleben damals mit der ganzen Familie im ersten Lockdown, das habe ich sehr genossen. So die ersten zwei Stündchen. Wurde das sehr anstrengend für alle Beteiligten. Wobei meine Tochter, die ist 16, voll in der Pubertät, die habe ich so gut wie gar nicht mitbekommen, denn ich habe festgestellt, so ein Pubertier, das geht gar nicht mehr aus dem eigenen Zimmer raus, es sei denn, das hat Hunger. War mal jemand im Zimmer von so einem Jugendlichen? Ist das krass? Ich glaube, das ist der eigentliche Grund für die Erfindung der FFP2-Maske. Echt, wenn du so einen Puma halten würdest, der würde sofort zum Tierschutzverein rennen und sagen, so nicht, Freunde. Ne? Ich finde ja auch so ein Besuch im Zimmer. Jetzt habe ich Feinde hier. Ich finde ja, ein Besuch im Zimmer von so einem Jugendlichen kannst du auch so ein bisschen vergleichen mit einem Besuch bei Ikea. Ne? Willst du eigentlich schon mal ganz kurz reingehen und gucken, kommst du trotzdem wieder mit vier Tellern, sechs Schüsseln, acht Handtüchern und noch ein bisschen klein an. Das ist Wahnsinn. Willst du alles? Und das Schöne ist auch, du kannst hier im Zimmer, ich habe immer noch nicht gesagt, wie alt ihr seid. 16? Alle zusammen, ja. Leider, du kannst ja ins Zimmer von einem Jugendlichen gehen. Der Mensch, der da drin wohnt, der kriegt das gar nicht mit, weil die in diesem Alter mit wichtigen Dingen beschäftigt sind, nämlich auf Bildschirme zu gucken. Das macht einen auf der einen Seite wahnsinnig, hat aber auch wieder Vorteile. Kann man nutzen. Wenn man mal an so eine Urlaubsfahrt mit dem Pens früher im Auto zurückdenkt, was sind denn Kinder, was sind wir unseren Eltern früher auch auf den Nerv gegangen? Ne? Dann sind wir da, ja. Ich sag mal, ich muss mal was, noch nicht mal frechen Nord. Ne? Heute drückst du den iPad in die Hand, hast du Ruhe, kannst du fahren, kriegst von denen nichts mehr mit, aber die Kinder auch nichts mehr mit. Wir sind letzten Sommer zusammen mit den Kindern im Auto nach Südtirol gefahren, Italien, Kinder sich in Köln ins Auto gesetzt, iPad geschnappt, Kopfhörer auf, sind wir losgefahren, von dem Moment an waren die aus. Komplett aus. Wir mussten irgendwann aus dem Auto rauszerren. Ne? Kriegst du eine Frage gestellt, wie, hör, sind wir schon in Italien? Sagst du, nee, Kind, da waren wir jetzt zwei Wochen, der Urlaub ist vorbei, wir sind wieder zu Hause. Und man sagt ja auch immer, an den Kindern sieht man, wie die Zeit vergeht. Das ist ja wirklich so. Ich weiß noch, als meine Tochter klein war, so 3-4 Jahre, da habe ich sie immer noch ins Bett gebracht und so Geschichten erzählt, bis sie eingeschlafen ist. Wenn das mal nicht geklappt hat, habe ich mir die Gitarre geschnappt, mich vors Bett gestellt und Schlaflieder gesungen, bis sie eingeschlafen ist. Ich meine, ich gebe zu, ich mache das ab und an immer noch, aber ist aber nicht mehr dasselbe jetzt, wo ihr Freund immer daneben liegt. Der Lachen da. Der ist auch 16. Am Anfang war ich überhaupt nicht einverstanden. Mittlerweile denke ich, können wir fast froh sein, dass wir noch einen in ihrem Alter gefunden haben. Der Trend bei jüngeren Männern, der geht ja wirklich so ganz klar nach dem Vorbild von... Geht ja wirklich so ganz klar nach dem Vorbild von Tom Kaulitz zu älteren Frauen. Das ist bei meinen Schülern auch ein Riesenthema. Ich habe mal Gespräche am Schulhof mitbekommen. Stand Marcel und Nico zusammen, beide 18 Jahre Originalgespräch. Hey Marcel, Alter! Ich habe jetzt eine neue Freundin, so die ist schon 48 Jahre alt. Boah, tschüss! Respekt, 48 Jahre, das ist von Alter, Alter. Überleg mal, wie alt das ist, Digga, so, ey. Das könnte ja deine Mutter sein. Originalantwort von Nico, ich weiß, ey. Ist aber deine. Aber wie bin ich jetzt darauf gekommen? Okay, genau. Mit dem Haufen waren wir zuletzt auf Klassenfahrt. Das war der Anfang, glaube ich. Ne? Und zwar in England, genau zu der Zeit, als die Queen gestorben ist, habt ihr das mitbekommen, die Königin von England ist gestorben. Mitten in der Pandemie. Es war die größte Trauerfeier aller Zeiten. Hunderttausende von Menschen standen kilometerlangen Schlangen vor dem Sarg, um sich zu verabschieden. Selbst David Beckham hat 12 Stunden in der Schlange gestanden.
Ich gebe zu, ich habe mich, als ich da aber auch in die Schlange gestellt habe, nach 20 Minuten aufgegeben und gedacht, nee, komm, hat keinen Sinn, wenn er mit dem Tempo so weitergeht, liegt Charles da vorne, wenn er dran ist. Aber das muss man den Briten ja lassen. Ne? Die haben alle ohne zu meckern in der Schlange gestanden. Ich glaube, das hätte es bei uns in Deutschland nicht gegeben. Da haben wir nicht die Ruhe für, oder? Da hätte da 100% irgendwann mal einer gerufen, hallo, hier geht's überhaupt nicht voran, kann meinen zweiten Sarg aufmachen. Ne? Das ist überhaupt mein Lieblingsgag. Aber den finde ich meist nur alleine lustig. Ich ziehe den trotzdem durch. Ich finde, die Dame, die ist ja 96 Jahre alt geworden und war bis zum letzten Tag fit. Ich glaube, das würden wir ja alle so unterschreiben. Ne? Ich merke das ja mittlerweile bei mir selber. Ich weiß, ihr könnt das nicht sehen, aber ich bin mittlerweile auch schon älter geworden. Es hat zuletzt den einen oder anderen Hinweis gegeben. Ich bin nicht mehr 16. Ich habe letztens mit meiner Frau auf dem Sofa gesessen, hat sie zu mir gesagt, du riechst in letzter Zeit immer so gut, hast du mal das Parfum? Ich sage, nee, ist Voltaren. Das habe ich mir früher ab und an nach dem Fußball aufs Knie geschmiert. Das ist mittlerweile so eine Art Ganzkörperlotion für mich. Wenn ich mit der Straßenbahn fahre, setze ich mich mittlerweile immer nur noch in Fahrtrichtung, damit ich die Bremsenergie zum Aufstehen nutzen kann. Da wirst du demütiger als Mann. Da freust du dich über die kleinen Dinge des Lebens. Wenn du in den Keller gehst und auch weißt, was du da wolltest. Und wenn du es mal wieder vergessen hast, bringst du halt eine Flasche Bier mit hoch, damit es oben keinem auffällt. Das wiederum irritiert dann den Rest der Familie am Frühstückstisch. Du wolltest doch wohl Teller holen. Und wenn du diesen Punkt im Leben als Mann erreicht hast, dann weißt du, jetzt wird es aber allerhöchste Zeit zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Und ausgerechnet in dieser Phase meines Lebens hat mein alter Hausarzt seine Praxis aufgegeben, hat eine neue Ärztin übernommen, eine Frau Dr. Bachmann. Und als ich so im Wartezimmer gesessen habe, habe ich gedacht, der Name, der kommt mir so bekannt vor. Und dann ist mir das wieder eingefallen. Ich habe 1994 zusammen mit einer Melanie Bachmann auf dem Genovefer-Gymnasium in Köln-Mühlheim Abitur gemacht. Die war so ein richtiger Schuss. So lange dunkle Haare, smaragdgrüne Augen, schöner Tatar, Modelfigur. Also, boah, stell dir mal vor, das wird jetzt eine neue Hausärztin. Da wurde ich aufgerufen, bin ins Praxiszimmer gegangen und habe gedacht, boah, das ist sie nicht. Da stand so eine ältere Frau vor mir, kurze graue Haare, blass, Falten im Gesicht, hatte zwischendurch auch mal so ein bisschen Appetit gehabt und so. Ihr sagt mein Bild vor Augen. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist es ja trotzdem. Ich meine, wir werden alle älter. Vielleicht hat sie jetzt einfach auch nicht so viel Glück gehabt wie ich. Ne? Ich sage, darf ich Ihnen mal eine persönliche Frage stellen? Klar, schießen Sie los. Auf welcher Schule sind Sie damals gewesen? Genovefer-Gymnasium Köln-Mühlheim. Ich sage, ach. Und wann haben Sie Abi gemacht? 1994. Ich sage, gibt's ja gar nicht. Männer wie Bachmann. Na klar, war es ja damals bei mir in der Klasse. Erkennen Sie mich nicht mehr? Guckt sie mich an und sagt, nee, tut mir leid, das Gesicht sagt mir jetzt nichts, aber welche Fächer haben Sie denn damals unterrichtet? Ich meine, da wäre vorne Schadenfreude mit dabei. Ich mache mir jetzt schon ein paar Jahre Gedanken darum, wie sich Weltsprache, Namensgebung zuletzt verändert haben. Ich frage mich auch immer wieder, bei all diesen Veränderungen, wie geht es weiter? Wie sieht es bei uns wohl aus im Jahr 2040? Meine Gedanken dazu habe ich in einem Zukunftskrätzchen verarbeitet. Könnt ihr mir vorstellen, dass die Welt wie folgt aussieht. 2040... Coronavirus endlich fort, dennoch traurig, 80% der Ehen kaputt, durch das plötzliche Ende der Maskenpflicht, sahen viele zum ersten Mal dem Partner sein Gesicht. Manche Männer guckten jahrelang so ungenau, merkten jetzt erst, das ist ja gar nicht meine Frau. Glaubte man das am Scheidungsgericht? Kardinal Wölkin hat sich in Karnevalsorchester gefuscht. Direkt wie der Bus geflogen, zu oft vertuscht. Frau Merkel fand als Torwarttrainerin den neuen Posten. Kannte die Position allein zwischen Pfosten. Annalena hat Lebenslauf endlich komplett. Kein Master, kein Bachelor,
aber Bachelorette. War für sie da ein geeigneter Kandidat in sie? Leider nicht. Armin Laschet wechselt bei Cabanes ins Management. Jetzt hat auch dort die Flasche nur noch 20%. Jens Spahn ist endlich hier geflogen. Verkauft Restmasken an Sadomaso-Club. Karl Lauterbach hat Umschulung vom Virologen zum Urologen gepackt. Jetzt geht er den Menschen auch körperlich auf den Sack. War seine Zielgruppe diesmal ganz dicht? Während der Gaskrise feiern wir Weihnachten Battle Adam. Wird ihm russisch Raclette. Nur jedes sechste Fännchen wird noch warm. In Berlin wird von Idee zur Energieeinsparung geschwärmt. Kompletter Bundestag wird mit heißer Luft von Christian Lindner erwärmt. In Köln setzt KVB auf Solarenergie. Busse fahren prima. Nur die U-Bahn Kündni. Bedachte man das nötige Sonnenlicht? Bundeswehr, großer Mangel an Personal und einsatzfähigem Kampfmaterial. Vorschlag der Lehrergewerkschaft, ihr mögt euch Schüler aus sozialen Brennpunkten beschaffen. Die haben Kampferfahrung und funktionierende Waffen. Beim Cyberkrieg haben wir mit deutscher Spezialtaktik aufgedreht. Wir verschicken so lange Faxe, bis dem Gegner das Papier aussieht. Hat unser Geheimdienst Putins Nummer rausgekriegt? Aber ich mach mal leichter mit Kost. Boris Becker meldete sich im Knast zu Corona-Test an. Hat er gehört, dass man sich ja kostenlos freitesten kann? Wird noch schlimmer. Heidi Klum hat sich wegen LGBTQ einen dritten Bus in die Pflanze. Sie präsentierte auf der Pressekonferenz Hans, Franz und Trans. Winnetou kam in England auf die verbotene Liste. Wie der rumläuft, halbnackt und mit roter Haut, dann ist kulturelle Aneignung von englischen Touristen. Gibt bald für Engländer Sonnencreme-Pflicht. Grüne Regierung hat uns sensibilisiert und geweckt. Jetzt sind wir politisch und sprachlich überkorrekt. Es heißt nicht mehr nur Bio-Freilandei, sondern das Ei war von der Henne gewünscht und der Hahn bei der Geburt mit dabei. Korrektheit auch bei Ferrero Küsschen. Kommen jetzt genderneutral ganz ohne Nüsschen. Kriegen wir noch ein Pummetal unter dich? Im Weltall haben mittlerweile die Frauen eine Zahl. Erster Blötsch am großen Wagen. Kleine Provokation. Ich merke gerade, ich bin in eine falsche Strophe gerutscht. Eigentlich für Herrensitzung. Nee. Doch? Jo. Im Weltall haben mittlerweile die Frauen eine Zahl. Erster Blötsch am großen Bein. Doch was Altastrologe noch mehr schockiert, der kleine Bär ist wegrasiert. Ich sag euch, ich bin in der falschen Strophe. Da komm ich schon mal raus. Ich weiß ja, wie es weitergeht.
Auch um die Verweiblichung der Sprache gab es an diesem Getöse. Aber ist mir kein Reim eingefallen. Ich mache ein ganz anderes Ende. Ein sauberes Ende. Wir haben 16-Jährige im Saal. Faste Lorel gehört jetzt zu den International Show Events. Deshalb heißt Stippe Fütsche jetzt Cologne Backside Rubble Dance. Der Knubbel heißt jetzt Hanging Doll aus Burning Heu. Und eine Jungfrau, never touched, Transgender Boy. Eine Damensitzung am Land mit nur einem Klo. Heißt Ladies Night with Aftershow. Und zwei wird überstanden, der ganze klar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, diese Verrate, das war grandios, oder? Lieber Martin! Oh! Was sagt er? Tut mir leid! Martin, ganz kurz, ganz schnelle! Ganz schnelle! Eine halbe Minute! Muss schneller reden! Doch, du redest ja schon schnell, ich muss noch schneller reden! Provozier mich nicht! Ganz kurz, ich habe zuletzt was in der Zeitung gelesen, das habt ihr vielleicht auch gelesen, dass in Deutschland ein Babyboom in Zeiten der Pandemie erwartet worden ist, leider ausgeblieben. Wir sind nach wie vor bieres Mittelfeld in Sachen Geburtenrate. Die meisten Kinder, guck mal, ich beeile mich schon sehr, werden europaweit gezeugt von Männern welcher Nation, was glaubt ihr? Richtig, es sind die Italiener. Dazu brauche ich allerdings auch keine Statistik, reicht bei mir am Dingens nach 1002 Familien aus. So, mit der Wunder, der Luigi, Luigi hat 5 Bambini, in der Wunder, der Heinz, Heinz, Heinz. Heinz von der Bauer ist umgestanden zu Luigi, der Hund, Jumi, Messer, da du hast 5 Fans, ich kann eins jetzt von Mann zu Mann, kannst du mir einen Tipp geben? Hat der Luigi gesagt, doch, ist überhaupt gar kein Problem. Ja, jetzt kriegst du den Tipp von der richtigen italienischen Mann, aber es ist einfach genau so, wie ich es sage, da kann er gar nicht Kiste schief gehen. Jetzt kommt's. Das war die halbe Minute Anmoderation. Ich verrenne mich. Du kaufst, er erklärt jetzt, du kaufst Massageöl. Und durchgehen, Negligé und Besen ein. Zu Haus beziehst du dann die Bette, frische Masse, schöne Musik an die Kerzenschein. Da geht sie duschen und du massierst sie, Negligé an alles klar. Okay, das habe ich jetzt verstanden, doch wofür ist der Besen da? Heinz, muss ich dir alles erklären, ne? Wenn deine Frau dann schön duftet, in die Bett liegt voller Gier. Nimmst du Besen, klopfst an Decke, komm ich runter, zeig ich dir. Mein lieber Martin, der muss dann die Junge, der hat keiner verstanden. War super, hat dran. Der ganze Ruf mir auf Martin so, an die Hammer verletzt. Immer gut, Martin Schutz, der kommt da. Danke. Eine schöne Session und bleibt gesund. Ein Aufmaß bitte!